Und hier habe ich irgendwas gehört. Weißt du was? Ich mache hier mal kurz das Licht aus. Ich bin auch gerade so ruhig, weil ich einfach nur lausche, ob da irgendwo was ist, aber... Ja, welches ist denn jetzt der richtige Weg? Ah, gucke an. Hier gibt es noch ein bisschen Gold. Das ist ja alles hauptsächlich diesmal in Kisten. Heiliges Symbol. Warte mal. Es kann ja gut möglich sein, dass ich den wieder mitnehmen muss. Der wäre ja nicht ohne Grund heilig, oder? Tatsache, den kann ich mitnehmen. Den kann ich aber auch bestimmt hin und her schmeißen, natürlich. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht auf mich aufmerksam gemacht. Das wäre jetzt echt ein bisschen ungünstig. Wofür brauche ich den? Es zahlt sich aus, wirklich überall hinzulaufen. Hier muss doch bestimmt irgendwo was sein. Ja. Hallo? Ist da jemand? Hier gibt es wieder ein bisschen Gold. 454. Also das hat im Moment nicht ganz so viel gebracht, leider. Oh, oh. Ach du Scheiße. Ich glaube, der kommt ja her. Oder auch nicht. Der bewegt sich irgendwo da hinten, aber ich kann es nicht genau zuordnen, wo das ist. Naja, ich laufe doch lieber mit dem Schwert. Hier ist eine Tür. Wie soll ich jemals mein Werk vollenden? Alle Federn und Hebel scheinen sich gegen mich verschworen zu haben. Ruhig, mein Bruder, ruhig. Wenn der Morgen graut, werde ich euch helfen, euer Werk zu vollenden. Ich wäre euch überaus dankbar für eure Hilfe. Nichts zu danken. Erst die Verschmelzung von Kupfer und Zinn bringt die härtere Bronze hervor. So lasst uns unsere Kräfte in Karas Schmiede verschmelzen, um selbst zu erstarken. Ihr seid sehr weise. Es ist Karas, dessen Weisheit uns lenkt. Seine göttliche Gabe und unsere Maschinen werden den Menschen in Zukunft eine große Hilfe sein. Dann erst erkennen alle seine Weisheit. Ich werde mich glücklich schätzen, wenn ich diese Aufgabe erledigt habe und in eine bessere Position aufsteigen darf. Wisst ihr Bescheid, ne? Ich habe da gerade nur dem Gespräch gelauscht. Weil ich höre ja generell immer den Gesprächen gerne zu, die die da machen. Und habe natürlich auch gleichzeitig darauf geachtet, dass uns hier keiner sieht von diesen Bestien. Beziehungsweise von diesem... Untoten. Wo ist der? Da hinten läuft er. Da ist er. Der kommt sogar hier rein. Aber da läuft er wieder zurück. Okay. Das ist ja schon mal schön zu wissen. Sind das mehrere oder ist das nur einer? Hier ist auf jeden Fall eine Streckbank. Mich wundert's, dass die die nicht mehr benutzen. Dass hier die Untoten rumlaufen. Das scheint ja doch irgendwie... Der kommt wieder. Aber dieses Mal bin ich hier. Und werde ihn mir schnappen. Und hüpp! Ich hoffe, hier ist nicht noch einer. Ich nehme den mal schnell mit. Den legen wir mal hier hinter die Streckbank. Hinter die Streckbank. Geht doch. Ich glaube, das ist jetzt ruhig. Es ist ja ein bisschen zu still jetzt. Mir fehlt gerade so ein bisschen die Musik dabei. Aber das ist ja typisch Thief. Es ist ja von der Musik sehr wenig dabei. Oh, ein Heiltrank. Na toll. Den ich jetzt nicht wirklich brauche eigentlich. Ich brauche eigentlich was anderes. Oh, guck mal da.
wieder ein bisschen, was habe ich da gerade rausgeholt? Ich weiß es nicht. Ich kann es leider nicht sehen, weil das Symbol weg ist. Ich denke mal, es war ein Juwel, weil vorher hatten wir bei Juwelen nichts. Also haben wir jetzt schon... Ah, jetzt hat das aufgemacht. Okay. Irgendwie wollte das gerade nicht... Laden! Was ist das denn? Oh, die... Das ist, glaube ich, eine Frau. Ja, das ist eine Frau. Oh, das ist ein Schlüssel. Oh, nee, ist ein bisschen tot. Das, wer drauf steht, dann soll er es machen. Aber ich mache das doch nicht. Das ist ein Streitkolben. Das erkennt man daran, dass das Ding hier... Das ist ja ein Rad. Also, das sind zwei Räder, sind das ja einfach nur. Das Ding besteht also aus Stein. Komplett. Oh nein. Oder aus Eisen, das weiß ich nicht. Ich kann das Material nicht so wirklich entziffern. Oder erkennen, besser gesagt. Hier ist einfach nur ein leerer Raum. Ich will meine Waffe wegstecken. Oh Gott, welcher Knopf ist denn das? Ja nun, ich glaube, ich muss so rumlaufen. Nein. Welcher Knopf ist denn das? Warte, ich gucke gleich mal. Ich sollte auch die richtigen Tasten treffen. Hier geht's, glaube ich, wieder raus, ne? Dahinter sind wieder Menschen. Also Lebendige, nicht die Toten. Hier ist also der untote Teil. Ach du meine Güte, hier liegt sogar ein Skelett rum. Beziehungsweise eins, was schon vor Jahren zerbröselt ist. Hier liegt einfach nur noch der Kopf und ein paar, ja, ein paar Gräten. Dann gehen wir jetzt mal nach rechts. Wofür habe ich denn das heilige Symbol geholt? Kann mir das mal jemand verraten? Für was brauche ich das? Es ist aber auch nicht beschrieben bis jetzt, was mir das bringt. Ich glaube, ich muss dann noch irgendwas finden. Irgendein Buch, was es mir das beschreibt, was ich damit machen kann. Ja, das heißt also, ich kann... Oh, hier liegt ein Hämmerchen drauf. Wir haben schon 744. Das reicht aber noch lange nicht. Also ich muss irgendwo für diesen Hammer noch gebrauchen. Ich speichere mal, weil ich jetzt versuche, diese Tür hier zu knacken. Moment. Ah! Okay, das macht natürlich Sinn. Oh, cool, es gibt eine Musik. Was ist das? Hier ist Musik? Ist der Sheriff schon da? Der Sheriff? Was will der denn hier? Bei Karasman habt ihr Blätter in den Ohren. Habt ihr etwa nichts von dem Treffen gehört? Ach, das Treffen. Ich hätte doch glatt vergessen, dass es schon heute ist. Ihr habt keine Ahnung, wovon ich spreche. Ihr müsst lernen, besser zuzuhören. Sonst findet ihr euch plötzlich in der Gosse wieder und die Zukunft rast an euch vorbei. Alter, die Schritte sind hier so laut. Der Sheriff ist also noch nicht da. Oh mein Gott, ich glaube, hier laufen viel zu viele Leute rum. Okay. Ich glaube, ich werde mal einen anderen Weg suchen. Ich finde das doof, dass dann die Musik aussetzt. Hey, hier ist ein Grafikfehler. Aber mal sowas von einer. Naja. Ich muss erst mal gucken, wie komme ich jetzt hier wieder raus. Es gab noch eine andere Tür irgendwo. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wo das war. Das war irgendwo hier hinten. Warte mal, ist da bei der eisernen Jungfrau noch was? Nö, ist da nichts mehr. Hätte ja sein können, dass da noch was hinterliegt. Hier ist die andere Tür. Ach so, die Fackel habe ich ja ausgeschossen. Ich dachte gerade, hä? Was ist denn das da für eine Fackel? Wieso ist die aus? So, mal gucken, wo komme ich denn hier raus? Eine Petroleumlampe. Cool. Hat mal was. Sie sind der Ursprung aller Lügen. Ich bin ein Kind des Karas und habe weder Lippen noch Zunge. Hä?
Was um alles in der Welt war das gerade? Klang wie ein Lautsprecher. Oh mein Gott, was ist denn das hier? Das sieht ja... Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Mechanisten Sheriff Truett mit all diesen Maschinen versorgen. Alter, ich hab mich gerade voll verjagt. Kannst du dich nicht ankündigen, Garrett? Ich habe gehört. Ich weiß nicht. Was ist das? Oh Vater. Ich weiß nicht. Nichts. Gedankt seist du, dass du mir Beine gabst, denn sie führen mich auf den tugendhaften Pfad des Karas. Gepriesen sei sein Name. Da ist irgendwas drin, ne? Das ist ja hier wirklich ein bisschen strange, ist das ja schon, ne? Was da wohl auf dem Zettel steht? Moment. Schriftrolle, wo bist du? Schriftrolle, Schriftrolle, Schriftrolle. Mal sehen, was da drauf steht. Okay. Was steht da? Freund? Tatsache. Freund Coltus. Kürzlich haben Experimente meine Befürchtungen bestätigt. Blosses Wasser kann meine Kinder stoppen. Sobald eine bedeutende Menge Feuchtigkeit den rückwärtigen Boiler trifft, können sich meine Kinder nicht mehr bewegen. Zwar war das Wetter in letzter Zeit angenehm, wenn nun aber ein Unwetter sich ausbreitet, Coltus, ich beauftrage euch hiermit, dieses Problem umgehend zu beheben. Wasser, welches direkt in den Boiler gelangt, mag meine Kinder aller Funktionen berauben. Ihr solltet aber in der Lage sein, meine Kinder vor einem einfachen Regenguss zu schützen. Vater Karas. Ah, Karas ist also der Erfinder, der diese Roboter gemacht hat. Und ich könnte da jetzt einfach mal Wasser drauf schießen, dann müsste der ausgehen. So, Hymne 18. Der Kessel ist dein Herz. Der Kessel ist dein Herz. Die Ventile deine Glieder. Der Dampf, er ist dein Blut. Gelobt sei Karas, denn er schuf den Kessel. Gepriesen sei der Erbauer, denn er schuf dich. Voll komische Hymne, also wirklich. Die muss ich nicht nochmal singen. Kann ich das mal austesten? Warte, ich will mal wissen, was passiert. Aha. Nach meiner Erschaffung nahm ich Karas in seine Ordnung. Okay, das funktioniert also schon mal. Ist ja schon mal schön, wie viel wert. Wo geht's denn hier? Oh cool, da siehst du den elektrischen Stromfluss. Ist ja auch mal nicht schlecht. Das nennt man einfach mal ohne Kabel Energie übertragen. Wireless Strom. WLAN-Strom auch genannt. Wo bin ich denn hier? Viel Arbeit geht verloren, da einige unweise Brüder ihr Werk nicht vollenden und es später zerstört vorfinden. Zerstört durch Unachtsamkeit. Möchtet ihr eine Gussform anfertigen, säubert das Wachs, wenn ihr fertig seid, denn ist es klebrig. Auch ist es eines Bruders Pflicht, Spachtel und Wachs gemeinsam aufzubewahren. Vergeudet nicht die Zeit eurer Brüder, indem ihr sie nach einer anderen Möglichkeit befragt, um das Wachs zu schneiden. Drum seid der Hebel, der erst hält, wenn der letzte Bolzen befestigt ist. Alter Schwede, ich kann das nicht lesen, das ist ja furchtbar. Das Ding brauche ich. So, jetzt habe ich Wachs. Wachs. Was soll ich damit? Ich soll irgendwas mit dem Wachs machen. Was passiert denn, wenn ich das Wachs hier reinschmeiße?
Nix. Fasse die Lippen, denn sie sind der Ursprung aller Lügen. Ich weiß nicht, Kreatur. Ich habe gesehen nichts. Hä? Irgendwas ist hier schon ein bisschen komisch. Warum soll ich denn das Wachs da abmachen? Wird sich das vielleicht noch... Huch, jetzt ist es weg. Das wird sich vielleicht noch ergeben, aber im Moment kann ich damit echt nichts anfangen. Naja, gehen wir einfach mal weiter. Oder vielleicht da irgendwo rein? Nee. Naja. Da oben ist was. Oh. Ich schmeiß den Schädel da mal wieder rein. Hier bin ich hergekommen. Genau. Ach, deswegen ist da ein Totenschädel. Ich verstehe. Da ist ein Versteck. Das war mir doch klar, dass die da was verstecken. Würde mich auch wundern, wenn die das nicht als Versteck genommen hätten. Ich habe so das Gefühl, da ist jemand da oben. Ah, okay, ich komme hier also wieder hoch. Wo bin ich denn hier? Ich bin im Gebäude? Ach du Schande. Ich hätte mir mehr Wasserpfeile kaufen sollen, ernsthaft. Ich sollte sie besser nicht stören. Ich höre auch von hier alles bestens. Da drin ist das also. Seht her, Truart. Aus einer gemeinen Straßenratte wird ein loyaler Diener dir gehorcht. Ist das einer der Stadtstreicher, die ich euch brachte? Die Veränderung ist atemberaubend. Er hat keine Bedürfnisse und keine Sorgen. Schön für ihn. Da ihr es schon erwähnt, Karas, mich plagen große Sorgen. Nicht, dass die Bezahlung nicht in Ordnung wäre, nein, das ist es nicht. Ich muss nur sicher sein, dass ihr die nötige Vorsicht walten lasst. Der Name Truart ist hier in der Stadt sehr angesehen. Ich möchte nicht, dass er beschmutzt oder ruiniert wird. Vertraut mir, denn der Erbauer selbst leitet mich. Und der Baron muss nie etwas erfahren. Ja, es freut mich wirklich wahnsinnig, dass der Erbauer euch leitet. Aber mir wäre noch wohler, wenn ihr mich in eure Pläne einweihen würdet. Kommt schon, was habt ihr vor, Karas? Was ist so besonders an euren neuen Dienern? Es ist einfach unmöglich, etwas vor euch zu verbergen, mein lieber Sheriff. Also gut, ihr sollt eure Erklärung haben, in Form einer Demonstration. Ich könnte nur schwerlich in Worte fassen, was ihr gleich sehen werdet. Doch vorher muss ich euch bitten, von diesem maskierten Diener zurückzutreten. Ja, gut so. Ich bitte inzwischen unseren Freiwilligen, einen wirklich bedauernswerten Straßenjungen. Und stell dich dort neben den maskierten Mann. So, seid ihr bereit? Dann sperrt die Augen auf, während ich dem Diener ein Zeichen gebe. Mein Gott, was ist das für ein rotes Gas? Beobachtet weiter, Truart. Aber es vernichtet sie. Wir schweben in großer Gefahr. Fürchtet euch nicht, wackeres Sheriff. Wir sind weit genug entfernt. Seht, die Reaktion ist schon vorbei. Sie sind weg. Und was ist von ihnen übrig? Sand? Nein, das ist Rost. In der Tat, Rost. Und absolut ungefährlich. Bruder Fagin, ich bitte euch, kehrt die Reste der beiden weg. Seine Waffe. Fantastisch. Unglaublich.
Ich hoffe, ihr setzt eure Diener nicht eines Tages gegen meine Männer oder mich ein. Selbstverständlich nicht. Dann sind wir uns ja einig. Ihr braucht Versuchskaninchen für euer Dienerprojekt und ich kann sie euch besorgen. Vagabunden, Abschaum, Huren, alles brave Bürger, die niemand vermissen wird. Wir werden sie zusammentreiben. Irgendein Verbrechen werden sie schon begangen haben. Trotzdem ist die Sache riskant. Ich gebe euch 20, keinen einzigen mehr. Ihr bewahrt absolutes Stillschweigen über unsere kleine Transaktion. Und bezahlt mich natürlich im Voraus. Morgen ist die komplette Summe auf meinem Konto. Ich traue euch nicht, Karas. Ihr bekommt eure Probanden erst, wenn ich das Gold habe. Gut. Damit wäre eigentlich alles geregelt. Ja, lebt wohl, Truart. Seht her, meine Brüder. Mit der Effektivität des Erbauers konnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens habe ich uns, wie ihr hören konntet, 20 Subjekte für die Umwandlung zu Dienern gesichert. Und zweitens habe ich mir die Loyalität unseres vorsichtigen Sheriffs Truart verschafft. Ja, seine Loyalität. Truart fürchtet einen Skandal, kein Wunder, bei seinen jüngsten Aktionen. Aber was er noch mehr fürchtet, ist, dass die Sache publik werden könnte. Reicht mir nun meine Wachszylindermaschine. Ich habe sie verwendet, um jedes einzelne Wort unseres verehrten Sheriffs einzufangen. Hört, meine Brüder. Und ich kann sie euch besorgen. Vagabunden, Abschaum, Huren, alles brave Bürger, die niemand vermissen wird. Dank dieser kleinen Aufzeichnung wird es Truart nicht wagen, mich zu betrügen. Sonst hat er den Skandal, den ihr so sehr fürchtet. Bruder Fagan, ihr seid dafür verantwortlich, dass die Maschine im Morgengrauen zur Bank gebracht wird. Ihr findet den Schlüssel für das Schließfach in der Fabrik. Ich hätte zu gerne auch eine Kopie dieses Schlüssels. Na, der hier passt. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe mir gedacht, ich stelle mich hier nochmal hin, weil mit den Soldaten, das hat echt keinen Zweck gehabt. Ich habe die Hälfte nicht verstanden gehabt und ihr bestimmt auch nicht. Also, ihr habt das jetzt gehört, aber vorhin hatte ich nochmal, also hatte ich eine Aufnahme und ich habe überhaupt nichts verstanden, weil hier sind nämlich zwei Stück rumgelaufen, das sind die beiden. Der eine ging hier immer links und rechts hin und her, das habt ihr noch gesehen, wo der Glockenschlag war. Und dann kam von da hinten noch einer, der nach hier vorne gelaufen ist und das war so ein Getrete und Getrampel auf dem Fußboden. Das war fürchterlich und ja, und jetzt habe ich die erstmal hier hingeschmissen, weil hier kommt nämlich dann keiner mehr lang. Aber das hat mir das jetzt ermöglicht, dass wir uns das mal anhören konnten. Gut, also wir haben es jetzt erfahren, was da drinnen vor sich gegangen sein muss. Karras hat irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Zauberspruch ist oder ob er hat das bestimmt mit seinen Maschinen gemacht, weil das ist ja ein Mechanist und der hat da bestimmt irgendwas drinne, dass die sich zu Staub irgendwie auflösen. Man kennt das ja aus diversen Filmen, wie zum Beispiel bei Enterprise, wo man das Ding einfach auf Pulverisieren stellt und dann ist es weg. Das Ziel, es bleibt nur noch Staub übrig von dem Menschen. Und ich kann mir das so ähnlich jetzt auch vorstellen. Und der Sheriff war da und der hat 20 Leute, hat er, wie soll ich sagen, dem vermacht, die er jetzt erstmal noch einbuchten muss. Und das ist schon krass, dass er das macht. Und wahrscheinlich gehören wir auch mit dazu. Wir sollen uns jetzt bestimmt die Kopie holen, um ein Druckmittel zu haben, dass er uns in Ruhe lässt und uns verrät, wer uns tot sehen möchte. Ich weiß nicht, ob Karras damit was zu tun hat. Ich glaube eher nicht. Ich denke mal, das ist nur so eine Marionette, die irgendwie noch dazugehört. Ich weiß es nicht genau. Ich muss es echt, also im Moment ist das ein bisschen komisch alles. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier noch so erwarten wird. Hä, hier ist ja eine Treppe.